Hallo Fahrrad-Wohnwagen-Freunde. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich auf die zugeschnittene Bodenplatte ein Profil aufklebe. Und zwar mache ich das mit Montagebändern. Das Zuschneiden dieser Bodenplatte, das habe ich schon mal in einem früheren Video gezeigt. So, das Profil ist Aluminium-Vierkantrohr, 20 x 20 mm mit 1,5 mm Wandstärke. Und die Aluminiumplatte ist 1 mm dick oder stark. So, ich habe das Profil schon auf Länge geschnitten und mit einem Alkohol mache ich das vorher fettfrei, bevor ich mit dem Montageband anfange, das drauf zu kleben. So, los geht's. So, das war die erste Seite. Jetzt kommt die zweite Seite, weil dort, wo der Radkasten ist, ist ja die Platte ausgespart. Tja, wenn man mit dem Sitz des Montagebandes nicht zufrieden ist, kann man das ohne weiteres nochmal abziehen und nochmal neu ankleben. Die richtige Festigkeit kommt erst nachher beim Pressen. So, jetzt muss ich die Schutzfolie abziehen. Das ist bei diesem Montageband ein bisschen tricky. So, Nummer 1 und Nummer 2. Ja, entfettet ist das Ganze schon. Jetzt lege ich das Aluminiumprofil drauf.
So, jetzt liegt es drauf. Das Problem ist hier vorne an der Ecke, dass man das also sowohl an diese Kante als auch an diese Kante anlegen muss, damit es passt. Jetzt kommen hier Schraubzwingen drauf. Tja, und jetzt reicht eine Presszeit von 10 bis 15 Minuten, damit das Profil richtig kräftig auf dieser Platte klebt. Ja, jetzt werde ich noch die anderen Profile aufkleben und dann geht es im nächsten Video weiter mit der Montage. Und zwar geht es dann darum, wie das zusätzlich gesichert wird mit Nieten. Ja, bis dahin alles Gute. Tschüss und danke fürs Zuschauen. Ciao.